Dann wollen wir das Brautpaar und die Hochzeitsgäste nicht länger auf die Folter spannen. Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Traumsaal der Marktgemeinde Markersdorf-Heindorf. Manchmal geht das Leben ganz seltsame Wege und so heiratet man in Markersdorf. Sehr geehrte Braut, Herr Stanislava Misevic, sehr geehrter Bräutigam, Herr Zoran Tislerec. Ja. Sehr gut. Ich freue mich sehr, dass Sie heute einander das Ja-Wort schenken und das hier, dass ich das beurkunden darf. Sie können sich jetzt zurücklehnen. Es waren ja viele Vorbereitungen für so eine Hochzeit zu treffen. Viel Papierkram, aber das sind Sie wahrscheinlich in Ihrem Leben schon gewohnt. Nichtsdestotrotz hat sich Ihre Familie, die Freunde, alle haben sich freigenommen, um mit Ihnen diesen Tag zu feiern. Und Sie können ihn jetzt wirklich genießen. Denn so einen Tag möchte man ja nicht ganz gerne alleine irgendwo verbringen. Hätten Sie natürlich auch können. An einem Dienstagvormittag zu viert am Standesamt in Wien, kein Problem, Sie wären verheiratet gewesen. Aber das, was gefehlt hätte, wäre ein Fest gewesen. Ein Fest, an dem sich nicht nur die Brautleute, sondern auch die Hochzeitsgäste noch lange erinnern werden. Viele Dinge sind wichtig, damit ein Fest gelingen kann. Als erstes die Gäste. Jeder schmückt sich zurecht, je nach Geschmack. Brautkleid, Brautanzug, die Deko mit den Ringen, ganz wichtig. Eheringe, ein ganz wichtiges Zeichen für jedes Ehepaar. Das ist wunderbar, damit das Fest gelingen kann. Man muss ein bisschen etwas einsetzen, damit auch etwas zurückkommt. Aber Eheringe sind ja auch ein ganz wichtiges Symbol. Ein äußerliches Zeichen. Wir gehören zusammen, wir tragen beide denselben Ring. Aber das Wichtigste, damit das Eheleben so richtig gelingen kann, ist das, was in Ihnen selbst passiert. Das, was Sie füreinander empfinden. Was man selbst für den Ehemann oder die Ehefrau empfindet, das kann man ja noch ganz gut abwägen. Das kann man ja gut einschätzen. Spüre ich so viel Liebe für diesen Menschen, dass ich mir vorstellen kann, ein Leben mit ihm zu verbringen. Aber das, was einem entgegengebracht wird vom Partner, das muss man ihm auch schon zutrauen können. Und das ist ein Geschenk, dem kann man sich dann auch würdig erweisen. Nicht alle Gäste sind der deutschen Sprache so mächtig, viel mächtiger als ich dem Kroatischen oder dem Bosnischen. Ich finde es immer toll, wenn die Menschen hierher kommen und in ihrer Muttersprache oder Vatersprache sprechen. Und ich verstehe kein Wort, aber an der Gestik oder worum es geht, kann man doch einiges erraten. Sie sind mit dem Kleinen gekommen und irgendeine Verwandte ist ihm gekommen, hat die Hände angegriffen, da ist er eh nicht kalt. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich denke, so in etwa hat sie es gemeint. Und das ist etwas, was auch in der Ehe dazu gehört. Einfach mitdenken. Wenn jemand etwas sagt, das ist auch ein Vertrauensbeweis. Wenn irgendetwas nicht ganz funktioniert oder so, dann muss man sich auch die Zeit nehmen, zuzuhören. Man kann nicht immer alles erahnen. Man muss sich Zeit nehmen zu sprechen. Und ich möchte Ihnen heute eine Geschichte erzählen. Und Sie werden mir ein bisschen helfen. Eines Tages stand ein junger Mann mitten in der Stadt und erklärte, er habe das schönste Herz im ganzen Tal. Eine große Menschenmenge versammelte sich. Und alle bewunderten sein Herz, denn es war perfekt. Jednog dana stao je mladi čovjek u gradu i tvrdio da ima najlepše srce, perfektno srce. I okupila se, koje srce? Okupila se ljudi oko njega i slušali ga. Es gab keinen Fleck oder Fehler an ihm. Ja, sie alle gaben ihm recht. Es war wirklich das schönste Herz, das sie je gesehen hatten. Plötzlich tauchte ein alter Mann vor der Menge auf und sagte, nun, dein Herz ist nicht annähernd so schön wie meines. On se hvalio kako ima
perfektno srce, mlado srce, jako srce i svi su potvrdili da su njegovog mišljenja. Jednom je došao jedan stariji čovjek i rekao je da njegovo srce puno lepše nego od mladog čovjeka. Die Menschenmenge und der junge Mann schauten das Herz des alten Mannes an. Es schlug kräftig, aber es war voller Narben. Es hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch andere ersetzt worden waren. Mladići ljudi su gledali njegovo srce, bilo je, lupalo je jako, ali je bilo puno ožiljaka i šupljina. Aber die passten nicht richtig und es gab einige ausgefranste Ecken oder Stellen. Und an einigen Stellen waren Furchen, wo ganze Teile fehlten. Njegovo srce je imalo šupljine i falili su mu komadići srca. Der junge Mann sah auf das Herz des alten Mannes, sah dessen Zustand und lachte. Du musst wohl scherzen, dein Herz mit meinem zu vergleichen? Mladić ga je pogledao i podsmejava mu se, kaže, tvoje srce ne može nikada bude tako lijepo kao moje, puno je ožiljaka i nije perfektno. Mein Herz ist perfekt und deines ein durcheinander aus Narben und Tränen. Moje srce je perfektno, a tvoje srce je mešavina od ožiljaka i od rupa. Ja, sagte der alte Mann, deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen. Jede Narbe steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich nehme ein Stück meines Herzens heraus und reiche es ihm. Ti si u pravu, tvoje srce je perfektno. Ali moje srce nikad ne bi ja menio sa svojim. Svaka ožiljak stoji za jedno prijateljstvo ili ljubav kome sam ja poklonio. Und oft geben sie mir ein Stück ihres Herzens, das in die leere Stelle meines Herzens passt. Aber wenn die Stücke nicht genau gleich sind, haben sie einige raue Kanten und Stellen. I često mi oni vrate komadić njihovog srca, ali ne pašu uvek na tačno to mesto. Zbog toga ne paše perfektno. Dich sehr schätze, denn sie erinnern mich an die Liebe, die wir teilten. Und an die Freundschaft, und es erinnert mich auch an den Menschen. Ich habe manchmal ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass mir ein anderer ein Stück seines Herzens zurückgegeben hat. Komadići nisu uvek pasali nazad u srce, ali ja cenim to. Können Sie kurz absetzen machen? Gerne. Manchmal habe ich ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass mir ein anderer ein Stück seines Herzens zurückgegeben hat. Ponekad sam davao komadić mog srca, bez toga da mi neko vrati komadić njegovog srca. Liebe geben heißt, auch ein Risiko eingehen. Und auch wenn diese Furchen schmerzhaft sind, bleiben sie offen und sie erinnern mich an die Liebe, an den Menschen und an die Freundschaft. Ljubav dati znači isto da ideš u jedan riziko. Čak i ako ti se ne vrati komadić tvog srca, podsjećaju ga na ljubav i prijateljstvo i na ljude te što vole. Ich hoffe, dass sie eines Tages zurückkehren und den Platz dann ausfüllen werden. Erkennst du jetzt, was wahre Schönheit ist? Nadam se da će jednog dana da se vrate, da ispune rupu u mom srcu. Prepoznaješ sad šta je prava lepota. Der junge Mann war den Tränen nahe. Ging auf den alten Mann zu, griff in sein perfektes Herz und nahm ein Stück heraus. Bot es dem alten Mann mit zitternden Händen an. Mladić je dobio suze u očima i izvadio komadić svog srca i pružio mu starom čovjeku sa drhtavim rukama. Der alte Mann nahm das Angebot an, setzte es in sein Herz. Čovjek je prihvatio njegovu ponudu i stavio u svoje srce. Er nahm ein Stück seines alten, vernarbten Herzens und füllte damit die Wunde im Herzen des jungen Mannes. Es passte nicht perfekt, da es einige ausgefranste Ränder hatte. Stari čovjek je izvadio komadić od svog srca i pružio mladom čovjeku da stavi na svoju šupljinu. I nije pasalo perfekt, nego je bilo malo komadići. Der junge Mann sah sich sein Herz an. Es war nicht mehr perfekt, aber schöner als je zuvor.
denn er spürte die Liebe des alten Mannes in sein Herz fließen. Mladi čovjek je pogledao svoje srce i nije više bilo perfektno, ali je bilo prelepo da osjećao ljubav od starog čovjeka kako teče kroz njega. Sie umarmten sich und gingen weg, Hand in Hand. Wie viele Furchen und Narben wohl unsere Herzen haben? Oni su se zagrlili i otišli su ruka u ruci. Koliko naša srca imaju šupljina i ožiljaka. Schöne Geschichte, ja. Aber selten, normalerweise haben die Übersetzer die Geschichte mit und lesen es und damit... Ja, würde ich es mir auch leichter genau. Aber toll, es so zu übersetzen. In Brüssel, glaube ich, suchen sie immer noch Leute. Das Leben, habe ich schon gesagt, geht oft seltsame Wege. So, mancher kommt nach Markersdorf, um zu heiraten. Ihre Lebensläufe sind sehr europäisch, könnte man sagen. Österreich, Bosnien, Kroatien. Eine Zeit lang hat man das hier nur aus den Nachrichten so vernommen. Und wenn man zurückdenkt in ihre Kindheit, eigentlich waren das keine besonders guten Nachrichten, die man gehört hat. Mittlerweile ist es so, dass auch dort wieder Ruhe eingekehrt ist. Und trotzdem haben sie sich entschlossen, ihren gemeinsamen Lebensweg in Österreich fortzusetzen. Das ist oft gar nicht so einfach. Nachdem Sie ja fast alle südliche Wurzeln haben, werden Sie so einige Erfahrungen schon gemacht haben, wie das ist, wenn man aus einem anderen Kulturkreis kommt und hier nach Österreich kommt. Manchmal wird man gut empfangen. Ganz sicher sind Sie nicht immer mit offenem Herzen aufgenommen worden. Das weiß ich, weil ich es auch leider Gottes immer wieder mal beobachte. Es gehört viel Mut dazu, die Heimat zu verlassen und anderswo von vorne zu beginnen. Man kennt die Gebräuche nicht so gut, man kennt auch die Umgebung nicht so gut. Wenn man als Kind hier aufwächst, und das werden die Kinder hier schon erleben, dann bekommt man viel mit, wie so alles funktioniert. Wenn man als Erwachsener eine andere Heimat oder eine zweite Heimat beginnt, dann muss man viel lernen. Meine Bewunderung für jeden, der diesen Schritt wagt. Ich habe es nie gewagt und ich glaube, ich würde es auch nie tun, egal wie es ist. Für mich wäre es ganz, ganz schwer, meine Heimat zu verlassen. Und ich bewundere diesen Mut, das zu tun. Man muss die Sprache lernen. Und wenn man es als Erwachsener lernt, hat man immer diesen Akzent. Aber Sie können sicher sein, dass Ihre Kinder oder die nächste Generation damit keine Schwierigkeiten mehr haben wird. Man wächst herein. Die Itsch-Namen und Che und wie man es immer wieder ausspricht, das ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich hier. Ich selbst habe polnische Wurzeln und bin eigentlich auch nach wie vor sehr stolz drauf. Und wenn halt wieder mal so die Meldungen kommen, was brauchen wir die alle, dann kram ich ganz gut meine eigene Familiengeschichte ganz gut und gern hervor, weil bei mir kommt man nicht mehr auf die Idee, dass ich eigentlich eine halbe Polin bin. Vielleicht gelingt es Ihnen auch, dass man das irgendwann einmal vergisst. Und vor allen Dingen, nicht nur, dass man es nicht vergisst, die sollten es nie vergessen. Denn Kroatien, Bosnien, das sind einfach wunderschöne Länder. Und wir fahren ja auch ganz gerne mal im Urlaub dorthin. Aber es wird oft sehr viel erwartet von den Fremden, die hierher kommen. Die sollten am besten immer alles vergessen. Die sollten jetzt Österreicher sein und dann gar nichts. Und das sollten sie aber vielleicht doch nicht. Bleiben Sie im Herzen immer irgendwo Kroate, Bosnierin. Das ist einfach ein Schatz, den man nicht vergessen sollte. Mein Vater durfte in seiner Kindheit nicht mehr Polnisch lernen. Das war verpönt. Er hat es ein Leben lang bereut. Ihn als Kind hat ihn keiner gefragt, das war halt so. Aber es würde ihm so manche Gelegenheit bringen, mit seiner Verwandtschaft zu reden. Das kann er nicht. Er hat das Kind nicht gelernt und als Erwachsener
macht man sich dann selten die Mühe. Dann bleiben Sie auch bei Ihrer Sprache, vergessen Sie sie nicht. Sie ist gut zuzuhören, auch wenn man es nicht versteht. Und das ist ein Teil Ihrer Identität, die Sie nicht vergessen sollten, auch wenn Sie in der Zeitung was anderes steht. Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen wirklich gelingt, hier in Österreich heimatlich zu werden. Und was ich jedem Brautpaar, das hier das Jawort einander schenkt, mitgebe, ist etwas aus meiner persönlichen Erfahrung. Ganz wichtig ist es, um ein Eheleben glücklich zu gestalten, ist, dass man miteinander lachen kann. Es gibt so viele Dinge, über die man sich ärgern kann. Das Kaffeehäferl, das am Geschirrspüler steht und nicht hineinfindet. Die Schuhe oder die Jacke, die wieder mal am Sessel hängt und nicht in der Garderobe. Da gibt es so viele Dinge, über die man sich wirklich ärgern kann. Wenn man ab und zu versucht, darüber zu lachen, dann hat der andere auch was davon. Und vielleicht merkt man es dann leichter. Genießen Sie Ihr Zusammenleben mit viel Humor, denn ein Lächeln, das man dem anderen schenkt, bringt immer mehr, als wenn man grießgrimmig reinschaut. Aber das werden Sie ja schon ein wenig probiert haben. Sonst würden Sie ja nicht den Schritt hierher gemeinsam wagen. Und dazu lade ich Sie nun, das Brautpaar und die Trauzeugen ein, aufzustehen. Ich frage nun Sie, Herr Soran Kislarets, möchten Sie mit der hier anwesenden Stanislava Misevic die Ehe eingehen? So bitte antworten Sie mit Ja. Ja. Und ich frage nun Sie, Frau Stanislava Misevic, wollen Sie mit dem hier anwesenden Zoran Tislarets die Ehe eingehen? So antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Und nachdem Sie beide meine Frage, ja genau, das habe ich auch schon gelernt, zu spät. Zu spät. Naja, ja. Nachdem Sie beide meine Frage mit Ja beantwortet haben, erkläre ich Sie nun für rechtmäßig verbundene Eheleute. Und wenn Sie wollen natürlich, dann können Sie jetzt die Braut küssen. Erschienen von Stanislava Misevic und Herr Zoran Tislarets. Als Zeugen anwesend waren Frau Daniela Stomenkovic und Herr Sascha Stomenkovic. Die Eheschließenden haben den Familiennamen des Mannes als gemeinsamen Familiennamen bestimmt.
Und die Standesbeamtin hat die beiden einzeln und nacheinander gefragt, ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen und nach Bejahung dieser Frage für rechtmäßig verbundene Eheleute erklärt. Und ich bitte Sie nun, das Brautpaar und die Trauzeugin mit Ihrer Unterschrift diesen Eintrag zu bestätigen. Ist egal, wer für mich. Ah, okay. Kannst du mal die CD sagen? Ja, das ist schön. Slogan. Slogan. Ich bin schwere Tage. Und auch die wird man durchstehen und manchmal kann man wirklich daran wachsen. Aber die ganz normalen Tage, wo nicht Hochzeit ist, wo nicht Hochzeitstag und wo nicht Weihnachten ist oder Geburtstag,
und nicht gerade ein großes Problem bewältigt wurde, was macht eigentlich das Leben aus? Diesen sogenannten Alltag gemeinsam zu genießen, das kann das Schöne sein an der Ehe. Dass man weiß, wo man zu Hause ist, dass man weiß, wofür und warum man zusammen ist, was man aneinander hat und was man aneinander heute schätzt und vielleicht morgen noch etwas dazukommt, was man erst kennenlernt. Und dass ihnen das viel Freude und vieles davon, was sie sich erträumen, dass ihnen das gelingt, das wünsche ich ihnen von Herzen. Und ich darf mich mal vordringen beim Gratulieren. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön, genießen Sie einen gemeinsamen Lebensweg. Jetzt ist nicht so wichtig, wer die Füße wo gehabt hat. Vielleicht beide. Wenn man gut im Leben steht, beide auf beiden Beinen, dann kann viel gelingen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Die Dokumente sind dabei. Wenn Sie noch Fragen haben, bitte. Herzlich Dankeschön. Und wenn sich jemand der Gratulation anschließen will, dann können Sie das jetzt gerne tun. Dankeschön. Bitte melden Sie sich. Thank you.
Klaus, was machst du da, Camilo?